Servus und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Checko Plays to Transport Viva 2 und meinem Schönbauprojekt der Stadt Freifeld. Ja, eigentlich wäre heute der reguläre Samstagstream zu 21 Uhr fällig, doch bedingt der Feiertage und meiner Abwesenheit kann ich euch damit leider nicht dienen. So sorry dafür. Aber als Ersatz und weil ich euch natürlich gerne erreichen möchte, hier mal ein paar bewegte Bilder 1x3 zusammengeschustert für euch zum Stichwort NEP. Denn NEP hatte ich bisher bei mir auf der Karte noch gar nicht aktiviert oder überhaupt nicht auf meinem Kanal auch mal laufen lassen, liegt einfach daran, dass auf dieser großen Karte NEP kaum bis gar nicht mehr läuft. Zu starke Performance-Probleme. Dasselbe gilt übrigens fürs Kameratool. Ich kann euch heute nur ein paar Aufnahmen im Randbereich der Map zeigen, denn das Stadtzentrum lässt sich schlichtweg gar nicht mehr mit dem Kameratool und NEP ablichten. Sagen wir es mal so. Ja, von daher ist es so, wie es ist, aber ich dachte mal, interessante Bilder, die gibt es ja so mit dem NEP halt von mir noch gar nicht, haue ich die mal einfach raus. Und von daher freue ich mich auf die wenigen Minuten zusammen mit euch, freue mich, dass ihr reinschaltet. Für alle die mich noch nicht kennen, schaut euch auf jeden Fall mal andere richtige Videos von mir an. Da findet ihr auch Videos über mein gesamtes Schönbauprojekt und der wirkliche Stadt Freifeld. Ebenfalls bin ich mittlerweile auch auf Twitch vertreten, habe auch einen Discord-User, einen Discord-Server, von daher schaut auch da gern rein, freue mich, wenn ihr das Video natürlich liked, wenn ihr Kommentare trotz alledem runterhaut und natürlich auch, wer noch nicht hat, ein Abo da lässt, wie es so ist, YouTube-like, gell? Und zu guter Letzt, bevor ich euch mit den bewegten Bildern in Ruhe laufen lasse, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Überwerfungsbauwerk. Das ist recht frisch noch auf der Map, ist ganz cool geworden, ist noch bei weitem nicht fertig, noch sehr undetailliert, da kommt mal, wie so oft immer gesagt, noch einiges, noch etwas. Was ich so ein bisschen mittlerweile in Frage stelle, ist, ob ich es nicht wirklich schon zu übertrieben habe mit dem Beton hinsichtlich dessen, dass eigentlich nur 3 Gleise in Summe überführt werden. Ja, und mein Selbstbaubeton mit der Modbox ist sogar nur im Bereich der eingleisigen Überwerfung verwendet worden und dafür ist es schon ein Mammutbauwerk für doch so wenig Gleise, die rüberfliegen. Aber that's it, ja, das ist jetzt einfach mal der Stand. Beim nächsten Mal kann ich es besser machen, wird nicht die letzte Überwerfung gewesen sein und will ja auch nicht zu viel meckern. Hat auch schon ein paar coole Seiten von der Ansicht natürlich, die Überwerfung, die ja auch mit einer Unterführung gleichzeitig verbunden ist. Ansonsten zum Thema NEP habe ich 2 Themen noch generell zusätzlich zu sagen. Dadurch, dass ich diese Map und den Spielstand das wirklich jetzt das erste Mal mit NEP geladen habe, stelle ich fest, ich müsste unheimlich viele Texturen nochmal nacharbeiten. Die sind irgendwie krachen gegangen mit NEP. Also da sieht es einfach an den Rändern der Straßengleise nicht mehr ganz cool aus und auch viele andere Bereiche. Wo ich denke, das kommt jetzt durch NEP hervor, nicht so schlimm, für diese Aufnahmen reicht es einfach mal. Und zum Zweiten, glaube ich, vor allem im weichen Bereich teilweise, stellt NEP noch ein bisschen problematisch die Gleise teilweise da, beziehungsweise sind es einfach 2 verschiedene Gleistypen, wo ich auch noch was hätte tun müssen. Auch da, wenn ihr so eine Stellen seht, sorry, jetzt für diese außergewöhnlichen, kurzfristig aufgenommenen Aufnahmen, dachte ich, breche ich mir keinen mehr ab und ändere wirklich nichts, sondern lade einfach nur mein NEP mit rein. Hau das Kameratool an, so weit wie möglich. Nimm die Aufnahmen auf, mach ein Video draus, hau sie bei YouTube rein und sag in eure Richtung vor allem natürlich fröhliche Ostern, Freunde. Und wir sehen uns spätestens wieder im regulären nächsten Stream, nächste Woche Dienstag um 21 Uhr. Tippen uns noch ein bisschen die Finger wund, so lange auf Discord und an alle, die mich verfolgen, vielen, vielen lieben Dank. Hoffe, ihr habt ein paar bunte Eier angemalt oder ein paar Eier bunt angemalt und lasst euch jetzt mit den letzten paar Sekunden der Aufnahme allein. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bis denn, der Checko. Bye, bye, ciao, servus. Macht's gut.